Alkohol in der Fastenzeit? Wenn es Fastenbier ist, warum nicht? Die Brautradition im Kloster Marienstadt reicht bis in das Jahr 1362 zurück. Heute soll Fastenbier gebraut werden. Dazu wird das Malz erst einmal geschrotet. Für die dunkle Farbe des Fastenbiers fügt Braumeister Gerd Siebel einen bestimmten Anteil Karamalz hinzu. Das geschrotete Malz wird ins Sudhaus gebracht. Hier wird es eingemeischt. Das heißt, es wird bei 76 Grad für etwa 1,5 Stunden mit Wasser im Braukessel vermischt. Ja, das Fastenbier ist vom Alkoholgehalt etwas stärker. Und das begründet sich eigentlich darauf, dass früher die Mönche in der Fastenzeit also richtig fasten mussten. Das heißt, da gab es halt wenig zu essen. Und es ist aber dann erlaubt worden, halt ein stärkeres Bier einzubrauen. Und mit einem stärkeren Bier braucht man eigentlich weniger essen. Das passt schon alles dann. Nach dem Einmeischen wird abgemeischt. Das trübe Gemisch wird hoch in den Läuterbottich gepumpt, wo es abgeläutert wird. Hierbei setzen sich die festen Bestandteile am Boden ab und die Würze fließt wieder runter in den Kessel. Diese kleinen Pellets sind der Hopfen. Mit dem Hopfen wird die Würze nun eine Stunde lang gekocht. Erst wenn die Würze zum Kühlen in die Aluminiumbehälter gepumpt wird, kommt sie mit Hefe in Berührung. Hier gärt das Bier nun für 7 Tage bei 12 Grad. Dann wird das Bier weitere 4 bis 6 Wochen bei etwa 2 Grad gelagert, bevor es ausgeschenkt werden kann. Sind die Biere aus dem Kloster denn auch gesünder als andere Biere? Die Biere hier werden alle naturtrüb ausgeschenkt. Das heißt, alle Vitamin B-Gruppen sind enthalten, Eiweiße, Aminosäuren, die sonst halt beim filtrierten Bier entfernt werden. Und dadurch ist es schon schmackhafter und nahrhaft. Na dann, Prost!